Der Rheingau, die deutsche Riviera, eine Wein- und Kulturregion, dicht gepackt mit sakralen Bauwerken und Kulturdenkmälern. Einzig in Europa. Wir präsentieren einen Streifzug über ausgesuchte sakrale Bauwerke mitten in einer berühmten Weinlandschaft. Die Weinbaugemeinde Kietrich. Zwei markante gotische Kirchen. Die katholische Pfarrkirche St. Valentinus von 1493 und die Michaeliskapelle, Totenkapelle und Beinhaus von 1444 mit doppelseitiger Leuchter Madonna. Die katholische Pfarrkirche, von Fachexperten als architektonisches Juwel bezeichnet, wurde 2010 vom Papst Benedikt XVI. Zur Basilika Minor erhoben. In Nachbarschaft das ehemalige berühmte Zisterzienserkloster Eberbach mit romanischen und frühgotischen Bauten. Es war eines der berühmtesten Klöster Deutschlands. 1136 von Bernhard von Clairvaux aus Frankreich gegründet. Heute ein Veranstaltungsort und eine berühmte Filmkulisse. Die romanische Basilika St. Aegidius in Mittelheim, eine Hallenkirche. Der romanische Bau aus dem 12. Jahrhundert hat einen Vorgängerbau aus dem 10. Jahrhundert mit Resten an der Südseite. Der Rheingauer Dom in Geisenheim, heute die Pfarrkirche Heilig Kreuz. Markant, die neugotische Doppelturmfassade aus dem 19. Jahrhundert von Philipp Hoffmann. Die spätgotische Hallenkirche wird ab 1510 datiert. Abtei St. Hildegard in Aibingen, die um 1900 erbaute Nachfolgeabtei der Hildegard von Bingen. Ein neoromanisches, gewaltiges Bauwerk. Eine Abtei mit Weingut. Neoromanische Basilika St. Johannes der Täufer, baulich verbunden mit dem Fürst Metternich-Schloss Johannisberg. Ursprünglich ab 1130 eine romanische Pfeilerbasilika mit einem Kloster als Vorläufer des Schlosses verbunden. Im 18. Jahrhundert abgerissen, eine neue Kirche wurde barockisiert.
Unter Fürst Metternich, der damalige österreichische Außenminister, erfolgte ein klassizistischer Umbau. 1942 im Krieg bombardiert und 1945 im neoromanischen Stil wieder aufgebaut. Ganz in der Nähe das neue Kloster Johannisberg. 1856 eine Bade- und Heilanstalt. 1920 wurde die Anlage von Benediktinerinnen übernommen und zum Kloster ausgebaut. Seit 2006 ist die Anlage ein Hotel und Tagungsort. Das Wallfahrtskloster Marienthal. Internationale Wallfahrten. Ein Franziskanerkloster. Wallfahrten zum Pietà-Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes seit 1309. Nach langer Zerstörung der ehemaligen Wallfahrtskirche, die heutige neugotische Kirche wurde mit Unterstützung von Bischof Blum und Fürst Metternich 1858 eingeweiht.